Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Zelda Breath of the Wild. Ich bin immer noch unterwegs ins Bermuda-Dreieck, hätte ich bald gesagt. Ey. So. Okay, der ist platt. Dann machen wir den auch noch weg. So. Jetzt muss ich mal schauen. Kann ich von hier jetzt schon da? Da ist der Schatz. Dann wollen wir da mal gucken, dass wir nah genug rankommen, um uns diesen auch zu holen. So. Na, ein Stück noch. So, hier vielleicht. Link. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass der durch diese, durch den Regen halt. Na, einen mache ich noch. Einen mache ich noch. Och, Link. Dein Ernst? Also, dass der durch den Regen halt auch sich an diesen Eisblöcken manchmal nicht richtig festhält. So. Okay. Ein Saphir haben wir da. Die Kiste packe ich wieder hier ins Wasser, damit sie mir nicht im Weg ist. So. Was haben wir da noch? Einen Topaz. Okay, dann die noch und dann noch eine. Noch einen Topaz und vielleicht noch einen Saphir dann. Fische gibt es hier auf jeden Fall jede Menge. Ein Elektroschwert, das können wir nicht mehr mitnehmen. Wartet mal. Wir haben die Elektrolanze. Wir haben die Elektrolanze. Lass ich dann vielleicht eine davon fallen und nehme das Elektroschwert noch mit. Ja, ich denke, das werde ich machen. Na. Ja, hat ein bisschen, weniger, so knapp die Hälfte Angriffskraft, aber macht halt Elektroschaden, ne? Das ist ja das Wichtige, was wir da dran haben. Okay. So, dann hätten wir diese Quest auch, naja gut, fast erledigt. Da müssen wir bestimmt dem Alten noch Bescheid sagen. So, und hier müssen wir dann noch hin. Araizo-Küste. Da würde ich dann von hier aus hingehen. Ich glaube, das mache ich mal gleich. Von hier aus, hier rüber. Ich mache mir hier auch meine Markierung hin. So. Und dann machen wir die Quest noch und dann gehen wir wieder zurück nach Angelstedt, geben das ab. Ich glaube, dann werden wir uns mal auf den Weg nach ins Soradorf. Ich weiß es gerade nicht. Haben die einen bestimmten Namen dafür? Weiß ich gerade nicht. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Oh, sag mir bitte nicht, der ist in einem Berg. Oh, das ist eher ungünstig. Ah, doch, geht aber. Achso, das ist der hier am Stall, genau. Wartet mal. Da kann ich hier hochklettern. Und dann oben rüber laufen. Ja, das wäre dann Fischgründe, wie der Name schon sagt, ist Angelstedt ein Fischerdorf. Araizo-Küste, das ist der hier. Besiege die Monster, damit Sebasto wieder in Ruhe angeln kann. Das haben wir gerade gemacht. Da erzählen wir nachher noch dem Alten davon. Ja. Ach ja, das hier wollte ich noch nachgucken, wo das ist. Das finde ich auch noch raus. Bis zum nächsten Mal.
Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Ich habe es die letzten Male gar nicht geguckt, ob meine Aufnahme läuft, aber sie läuft. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Wundervoll. Oh, habe ich aus Versehen... Ach ja, klar, eben. Habe ich den Schutzschild von Darunia benutzt, als ich gegen die Exalfoss gekämpft habe. Oh, ich hasse Exalfoss. Exalfoss. Der Blitz soll euch beim Punkt, Punkt, Punkt treffen. Ihr seid verflucht, ihr und eure ganze Brut. Das mal zu diesem Thema. Oh, hör da schon wieder gerade welche, oder? Ich höre doch schon wieder welche. Lassen Sie mich! Gibt's hier was? Oh ja, da gibt's was. Oh. Autsch. Wer schießt denn da? Da schießt doch... Ach lol. So. So viel zum Thema Exalfoss. Aua. Warum habe ich jetzt mein Schwert nicht benutzt? Weiß auch niemand. So. Macht gut. Tschüss. Kann der hier wieder hoch? Hallo? Schaffst du das? Nein, gut. Das war's jetzt? Mehr ist da nicht? Eine Metalltür? Für was denn? Egal. War wohl nicht so wichtig. Hör auf zu meckern da unten. Oh, eine Kiste. Halt mal die Klappe. So. Ein Topaz. Schön. Einfach so. Einen Topaz geklaut. Es geht aber jetzt nicht um das Dorf hier, oder? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist niemand zu Hause. Guten Tag und tschüss. Hört mal auf, mit Pfeilen nach mir zu schießen. Das ist unhöflich. So, ich muss dahin. Ja. Ich glaube, ich fange von oben an. So. Der. Okay. So. Oha. Wer hat mich da getroffen? Was fällt dir eigentlich ein? So. Gehen wir hier nochmal weiter runter und gucken, ob da noch einer ist. Gesundheit. Mann im Hintergrund.
schön, dass du mir wieder in meine Aufnahme niest. Frech, wie du bist. Gut, auf der Plattform haben wir alle weg. Da drüben ist auch keiner mehr. Gut, dann werde ich jetzt mal darüber schweben. Eventuell kriege ich den aber auch schon so platt. Wartet mal. Ja. Waren das schon alle? Oder fehlt noch was? Schauen wir mal. Hier könnten noch welche sein. Ja, das hört sich doch so danach an, als wäre hier noch was. Okay. Oh mein Gott. Weg, Link, weg. Oh Gott. Bei den Schwatzen muss man aufpassen. Oh, das klingt aber sehr diskriminierend, Lilly. Das darf man sowas darf man eigentlich nicht sagen, ne? Also ich meine, die schwarzen Borgblins, die sind ziemlich gemein. Okay, waren das jetzt alle? Das waren offensichtlich immer noch nicht alle, oder? Da ist noch einer. Wartet mal. Oh, dreh doch nicht deinen Kopf weg. Ma. Du Affe, dreh dich mal um. Ja, so. Jetzt. Jetzt. Wo ist die Kiste? Da oben? Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Na, wunderbar. Haben wir die Quest auch erledigt. Und es ging besser, als ich gedacht hätte. Seht da mal. Ich bin gar nicht mehr so schlecht. Wenn ich mir Mühe gebe. Manchmal mache ich das sogar. Königshellebarde. Da haben wir bereits eine. Die ist aber allerdings, glaube ich, schlechter. Oder? Weiß nicht genau. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lass ich, nee. Ich behalte. Nee, ich tue die mal kurz hinlegen hier und mach mal die Kiste auf und guck mal, ob die besser ist. 26. Ich glaube, die hatte. So, leg die nochmal hin. Und die hatte 31. Nee, dann behalten wir die. So. Ja. Okay. Gut. Das wäre das. Dann können wir diese Markierung löschen und zurück nach Angelstedt gehen. Ja, wenn wir jetzt aber zum nächsten Titan gehen, wenn wir den erledigt haben, werden wir, bevor wir zu Schloss Hyrule gehen, werde ich versuchen, alle Schreine bis auf die DLC-Schreine, weil ich glaube, die kann man erst, nachdem man Ganon besiegt hat, holen. Also alle Schreine noch zu holen, die noch fehlen. Soweit es geht, alle Crocs, damit ich dann in Schloss Hyrule quasi die letzten Crocs einsammeln kann. Ja, die Quests halt noch so zu erledigen, die noch zu erledigen sind, die Nebenquests. Und das alles, das werde ich alles machen, bevor wir ins Schloss gehen. Also bevor wir Ganon quasi besiegen. Bist du derjenige, dem ich hier sagen muss? Nee, der war es nicht. Das war hier auf jeden Fall der Mann. Ah nee, der Angler da hinten war es ja, ne? Steife Brise. Du hast es also gefunden. Ohoho, sauber. In diesem weiten Meer schlummern sicher noch viele weitere Schätze. Ja. Bestimmt. Ja, genau. Also diese ganzen Sachen, die ich so zu 100% zähle, die werden wir machen. Weitestgehend, bevor wir Ganon besiegen. Denn das soll ja quasi so der Schluss sein. Ja. So, jetzt möchte ich bitte Ausdauer haben. Ja. Mm.
Nur damit ihr schon mal wisst, wieso der weitere Plan ist. Damit wir dann in Schloss Hyrule quasi nur noch so die letzten Fitzel holen müssen. Halt die letzten Crocs, Ganon besiegen. Ein paar Quests sind da auf jeden Fall auch noch. Sowas eben. Was mache ich da eigentlich? Guck mal, der hat neue Fische. Und her damit. Hallo. Na, hast du einen der Fische probiert? Hat doch geschmeckt, oder? Ja, ich habe einen gegessen. Und hat ja wohl geschmeckt. Wir sind hier sehr stolz auf unsere Fische. Hä? Warst du das auch nicht mit dem... mit der Quest? Moment. Muss ich denn da hin? Ja. Sebasto. Achso, ich dachte, das wäre der hier. Habe ich denn eigentlich diese Dinger hier schon fotografiert, die hier so stehen? Ja. Ich dachte, das wäre der. Okay. Dann war der das wohl offensichtlich doch nicht. Sebasto. Ja, und es ärgert mich immer noch, dass ich nicht weiß, wie das mit diesem Niederknien da funktioniert. Ob das vielleicht eine DLC... Also, das ist das vielleicht einer der DLC-Schreine, dass ich das deswegen jetzt noch nicht machen kann? Kann aber doch eigentlich nicht sein, weil ich glaube, die DLC-Schreine, die tauchen halt eben erst auf, nachdem man Ganon besiegt hat. Oh, du hast die Monster an der Arisoküste also besiegt? Endlich kann ich dort wieder fischen gehen. Bitte nimm das hier als bescheidenes Zeichen meines Dankes. Naja, zumindest bis zum nächsten Blutmond kannst du das. Silberner Rubin, sehr schön. Du bist immer willkommen. Für dich ziehe ich die schmackhaftesten Fische aus dem Meer. Danke. Okay, das hätten wir also auch erledigt. Dann gucke ich mal, was haben wir denn sonst noch so? Die Leibwache, das ist im Schloss. Da weiß ich gerade nicht, wo das ist. Ja, da müssen wir auch mal irgendwann weitermachen. Hier müssen wir eh zu den Sora. Das ist im Schloss. Das ist im Schloss und sonst haben wir nichts. Und hier haben wir nur diesen einen Schrein. Zwei Knie nieder, eins sind ihre Seelen. Der Prüfung offen, Tor nicht zu verfehlen. Ja, aber warum geht das denn nicht? Ich verstehe das halt nicht. Ich gehe jetzt noch einmal dahin und gucke mir das nochmal an. Vielleicht nur nachts, aber ich war ja auch schon nachts dort. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann mache ich mich auf den Weg zu den Sora. Beziehungsweise werde ich... Ja doch, ich werde mich dann auf den Weg zu den Sora machen. Dann müssen wir mal gucken. Wie das hier funktioniert. Wahrscheinlich habt ihr mir schon längst was in die Kommentare geschrieben. Tut mir leid, falls ich da jetzt noch nicht drauf reagiert habe, weil ich die Folgen eben ja nacheinander aufnehme. Und wahrscheinlich einfach diese Folge noch eine ist, die mit dranhängt. Es wird also dann irgendwann in einer der nächsten Folgen so sein, dass mir das aufgefallen ist, was ihr geschrieben habt. So. Warum? Tja, ich habe nicht die geringste Ahnung. Verstehe das nicht, hä? Nee, ich verstehe es einfach nicht. Eigentlich müsste der sich mit uns hierher knien. Macht er aber nicht. Egal, was ich hier mache. Also das sieht ja für mich wie knien aus, ne? Egal, was ich hier mache, er macht es nicht. Carini. Nee. Ich hoffe, dass das nicht verbuggt ist. Das wäre sehr schrecklich. Ich weiß, dass ich diesen Schrein schon mal gemacht habe. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Na gut, dann lassen wir es jetzt sein. Huch, hoppla. Falsche Taste. Falsche Taste, Freunde. Ich wollte auch eigentlich hier hin. So,
Ich werde jetzt noch mal zur großen Fee gehen. Wobei, brauche ich jetzt eigentlich, wie gesagt, auch nicht. Nee, wir gehen jetzt hierher. Wo kommen wir denn hier am besten zu den... Von wo aus geht das denn hier los? Ich glaube von hier. Oder? Ja, man kommt halt wahrscheinlich... Ja, von wo kommt man denn eigentlich? Quasi... Ich bin mir gerade nicht sicher, von wo aus man hier quasi kommt. Ich denke mal, von hier, Stall der Sümpfe, und dann soll man hier rüberlaufen. Hier ist ja der Ranell-Turm. Dann werde ich auch mal zu diesem Turm gehen und dann von hier aus loslegen. Und da hochlaufen. Ein Stall gibt es hier irgendwie gar nicht so richtig, ne? Oder wir haben ihn noch nicht gefunden. Oder dieser Stall gehört dazu, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Aber hier müsste es doch auch einen Stall geben. Stall der Sümpfe. Na, wer weiß. Wir gehen auf jeden Fall mal dann hierhin und laufen von da aus hoch. Vielleicht gibt es ja bei denen einfach keinen Stall. Durchaus möglich. Wozu auch? Hab noch nie einen Sora auf einem Pferd gesehen. Das sind Fische, die brauchen Wasser. Nicht umsonst nennt der Mann im Hintergrund Mifa immer die Fischlady. So, mit dir hatten wir ja schon mal gesprochen. Ich spreche jetzt trotzdem nochmal mit dir, Toffifee. Ich bitte dich, wir brauchen deine Hilfe. Ja, genau. Da sollen wir hin. Zu dieser Brücke. Prinz Sidon bei der Ingogo-Brücke, dort kann dir die Einzelheiten erklären. Ja, genau. Ich will da zu der Straße. Zu der Straße will ich, genau. Gut, gehen wir mal los. Oh, hallo. Guten Tag. Na, habe ich dich überrascht, mein Lieber? Ich nehme mal das. Aber das da würde ich gerne mitnehmen. Das ist aber eine komische Straße hier so. Okay. Da ist er doch, Prinz Sidon. Hallo! Hey, du da! Mein Name ist Link. Hier bin ich! Hier! Und hopp! Sidon, Prinz der Soras. Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Wow, hast du spitze Zähne, Junge? Ah. Ah, okay, jetzt muss ich wieder lesen. Oh, ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Soras. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Prinzessin Link. Link! Link also, ein guter Name. Habe ich den schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass dich mal ansehen, wie du dich bewegst. Diese Körperspannung, du bist etwas Besonderes, so viel ist klar. Bin ich das? Link, du bist stark, oder? Ja, es geht so. Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Geht so. Nee, bin ich. Natürlich. Bin ein großer, starker Krieger. Oh, ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Soras. Da kann man erwarten, dass ich ein Auge für sowas habe. Gut. Spitze. Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Mann? Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Soras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörlich Regenfluten auf uns herabprasseln. Wir brauchen dich im Dorf der Soras. Wirst du uns helfen? In Ordnung. Oh, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf der Soras ist so gut wie gerettet. Bitte beeile dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Aber wenn du diesem Weg folgst, kommst du zum Dorf.
Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Noch nicht. Ab hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Oh, da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Ein kleines Geschenk von mir. Ich drück dir die Flossen. Elektromedizin. Schützt dich vor elektrischen Schlägen. So haben Gegner, die sich auf Elektroattacken verlassen, nichts mehr zu lachen. Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Hylianer gedacht. Jedenfalls bringt sie uns Soras nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Ich gehe schon mal vor und stelle sicher, dass auf dem Weg keine allzu großen Überraschungen warten. Ich verlasse mich auf dich. Mach es gut. Wie ein Fisch im Wasser. Ja, nö, ich brauche die Elektromedizin. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen, liebe Freunde. Das Dorf der Soras, der Prinz des Stammes der Soras, Sidon, erwartet dich im Dorf der Soras. Ja, das werden wir gleich mal und so, ne? Ich will hier hin. Und zwar habe ich einen Tipp bekommen, auch vom lieben Taftan wieder, dass ich einfach meinen Donnerhelm aufsetzen soll und dann können mir Elektro-Gegner gar nichts mehr. So. So, dann wollen wir mal weiter dem Weg folgen. Mein liebes Schwein, wehe, du greifst mich hier wieder an. Oh. So, also das ist, glaube ich, immer, wenn die Gegner, also wenn es regnet, werden diese Gegner hier immer so aufgeboostet. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja, soll es halt so sein. Zitterling. Damit könnten wir uns Elektromedizin machen, brauchen wir ja aber gar nicht. So. Gut. So, das ist doch alles ganz einfach hier. Ganz einfach ist das alles, meine Freunde. Oh, Pfeile, ein Bogen, den können wir nicht mehr mitnehmen. Was haben wir hier noch? Ein Schwert. Lass jetzt mal alles stehen hier gerade. Denn wir wollen ja flugs ins Dorf der Soras. Kommst du rüber? Finde ich gut. So, was steht hier dran? Hallo? Link? Dorf der Soras. Okay, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Sehr schön. Naja, Straße kann man das jetzt hier aber auch nicht unbedingt nennen, ne? Guten Tag. Aua. Hm. Also, wie überaus unverschämt, so. Hier gibt es jede Menge Fische, ja. Die lasse ich aber gerade mal. Und in diesen Fluss springe ich auch nicht rein, der spült mich nämlich weg. Gut. Okidoki. Leuchtende Pil... Hey! Hey, Link! Tut mir leid, dass ich dich aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch immer den anderen Bescheid sagen, aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbar viele Monster herum. Gib auf dich Acht, mein Freund. Die Soras brauchen dich. Hm, okay. Schüsseli! Link denkt sich auch so. Okay. Was will der komische nasse Mann? Einfach mal so einen Reisebogen aufgehoben. Von mir aus. Tütüt.
Das da hinten sollten wir uns mal merken. Achso, es geht eh noch weiter. Ich dachte, hier wird schon weiter hochgehen, aber nein. Was war das denn gerade? Ah, okay. Achso, nee, ist gar nicht hier. Es gibt so Dinger, wo man so Tafeln lesen muss, aber das war gar keine. Streck doch nicht einfach deine hässliche Zunge nach mir aus. Findest du das denn, wenn dich irgendwer anlecken würde? So, mal einen Augenblick. Aua. Warum geht das nicht? Weil es regnet? Kann ich die erst holen, wenn es nicht mehr regnet? Ja, offensichtlich. Das ist zu schade. Ich kann es nochmal mit einem Feuerpfeil probieren, aber ich denke, das wird nicht viel bringen. Na, oder? Vielleicht. So funktioniert's. Ist jetzt einsatzbereit. So funktioniert's, Freunde. Komischerweise ging es mit dem Feuerschwert nicht. Wer weiß warum. So. Was haben wir da? Einen violetten Rubin. Sehr schön. Oh, okay. Link, lass das bitte los. Danke. Oh, ein Elektropfeil. Wir kommen den Soras immer näher. Seht ihr? Keinen Schaden bekommen. Lanze kaputt. Scheiße. Was nehmen wir denn da? Nehme ich doch. Ja, komm. So. Aua. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach du lieber Himmel. Oh. Warum kriege ich denn hier trotzdem Schaden, wenn die mich treffen? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. So. Den noch. Ich will die aber alle platt machen, weil ich möchte gucken, ob hier noch irgendwo Elektropfeile rumliegen dann. Die möchte ich gern mitnehmen, die brauchen wir später. Hier ist keiner mehr, hier ist auch keiner mehr. Okay, gut, dann weiter. Hier war irgendwo noch ein Gegner. Da liegt noch ein Pfeil. Da haben wir eine Kiste. Mit einem Königsbogen. Ja, wartet mal. Schmeiß mal den hier mal weg. Ja. Sehr schön. Okay. Au. So. Und du auch noch. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir es. Zwei Spurtkröten haben wir dann noch und noch ein paar Holzpfeile. Okay. Gut, 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 gut. Dann weiter. Ah, das Klärchen. Ja, manchmal stecken diese Pfeile auch in Bäumen, aber ich glaube, wir haben ganz gut abgeräumt. Es geht. Laufe ich gerade wieder zurück oder laufe ich jetzt richtig? Spurtkröten. Da brauchten wir ja auch noch ein paar, glaube ich. Deswegen nehme ich die mal mit. Hey! Hallo, hier bin ich. Hier! Sidon.
Kannst du nicht einfach in dein Dorf gehen und da auf mich warten? Du unterbrichst mich hier dauernd. Tut mir leid, dass ich dich so über die Distanz anschreie. Bis zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Ich weiß, ich habe leicht Schwimmen hier im Fluss, aber in Gedanken kämpfe ich mich mit dir den Weg hinauf. Ja. Nur nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das. Der hat gut reden. Wir müssen hier lang. Na komm. Na komm. Ah. Ui. Ja, natürlich. Oh, das wird bestimmt wieder ein Spaß für euch jetzt. Oder auch nicht. So. Jetzt kriegen wir gleich wieder einen Hammer verpasst. Oder? Nee, nur ganz kurz gewesen. Alles klar. So, was mache ich denn bei denen? Ach so, das wird hier nicht funktionieren. Und die will ich nicht benutzen. Lanze dahin. Nehme ich mal hiervon eins. So. Die haben auf jeden Fall ordentlich Pfeile hier immer dabei. Okay. Sonst noch was? Nee. Nee, 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 nee. Alles klar. Warum man das bei dem Grillwild immer noch mal extra ansagt, finde ich sehr merkwürdig. Aber gut. Mensch, hier ist doch schon fast gutes Wetter. Es regnet zwar, aber... Wie viele sind das? Ist nur der eine? Offensichtlich. So. Röstbarsch. Gut. Ich glaube, die Hälfte der Strecke haben wir geschafft. Orenbrücke. Sidon, bist du's? Ja. Hey, Link. Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ach, richtig. Da vorne gibt's leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Ach, was du nicht sagst. Aber es wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Ist das irgendwie ein Test, Sidon? Hä? Sag's doch einfach. Ich glaube an dich, Link. Mhm. Ach, Sidon. So. Bleiben Sie stehen! Haben wir... Ja. Offenbar schon. Gut. Dann... gehe ich hier mal ein bisschen beiseite. Okay, okay, okay. Gut, wir kommen gut voran, glaube ich. Kann nicht mehr weit sein. Er hat gesagt, die Hälfte der Strecke haben wir hinter uns. Oh. Hey. Puh, da kletter ich einfach drüber, da kenne ich gar nichts. So. Haha. Und nun? Da sagst du nichts mehr, hä? So, die Zora-Lanze nehme ich mir mal mit. Und die. Und die geht nicht mehr. Alles klar.
So. Ah ja, hier, das sind diese Tafeln, um die es geht. Die müssen wir später noch... Da müssen wir uns später noch drum kümmern. So. 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 Hat er gar nichts fallen lassen? Was war das? Ach, jetzt? Lol. Okay, merkwürdig. Hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Gut. Mein Gott, ist aber auch ein weiter Weg bis zu den Sora. Jetzt kommt gleich wieder Sidon Wetten. Du hast es fast geschafft, es ist nicht mehr weit. Oh nee, kann er mit mir nicht quatschen. Ist zu tief unten das Wasser. Aber ich glaube, wir haben es fast geschafft. Da hinten sehe ich doch schon die Lichter des Dorfes. Hm. Oh, das ist aber auch ein weiter Weg. Wenn man Sora wäre, dann wäre es nicht so weit und nicht so anstrengend. Ach Mensch, Sidon, wo bist du denn jetzt schon wieder? Hallo, Link. Hier bin ich, hier unten. Ach doch, okay. Fall da bloß nicht runter, Link. Ja. Yeah. So nah und so, doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lang, dann kommst du zum Dorf der Soras. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Ja, dann geh doch auch mal. Oh nein, Link, von hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf. Oh. Hallo. Link, oh. Oh Gott. So. Puh. Mann, Sidon. Wo muss ich lang? Ach, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Wo muss ich denn lang? Umdrehen. Da lang geht's. Okay. Das hat er jetzt von da unten gesehen. Dass da einer über die Brücke gelaufen ist. Von da unten. Der will mich wohl veräppeln. Das glaubt er ja wohl selber nicht. Dieser möchte gern Prinz. Also bitte. So, man nennt es auch den Pilzpfad. So. Dann geht's hier lang. Was haben wir da? Nischt. Achso, es war ein Reh. Das sah gerade sehr strange aus. Okay. Ich fürchte, wir schaffen es nicht mehr ins Dorf, bevor die Zeit um ist. Oh nee. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Ich glaube schon. Den Elektrostab könnte ich mir mitnehmen. Werde ich auch machen. Und zwar schmeiße ich dafür das hier weg. Beziehungsweise, das geht eh bald kaputt. Ah, ist egal. Ich, so. So was, dann tue ich das weg und nehme das Reiseschwert noch mit. So. Ja, genau. Okay. Was haben wir hier? So. Die könnte ich doch eigentlich noch mitnehmen. Wartet mal. Vielleicht doch lieber das weg und dafür die. Sieht besser aus, ja.
Alles klar. Sonst sehe ich jetzt hier aber gerade nichts interessant. Ich könnte die ganzen Kisten hier auch noch aufschlagen, aber finde ich jetzt nicht notwendig. Oh, Leute, wir schaffen es leider nicht ins Dorf. Ja, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne, wenn ihr mögt, auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Zelda Breath of the Wild. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!